Leute, es sind wieder neue Informationen bzw. Leaked-Informationen bezüglich Modern Warfare rausgekommen. The Gaming Revolution hat auf Twitter einige Informationen rausgehauen bezüglich Modern Warfare. Er hatte anscheinend eine Quelle, die ihm sagt, was im Spiel drin ist und was nicht. Er hat gestern getweetet, dass man ihn Fragen stellen kann und er versucht, einige Fragen davon zu beantworten. Und er hat tatsächlich auch einige Fragen beantwortet bezüglich dem Battle Royale-Modus, bezüglich der Waffen, der Tickraten, der Server und dem Loot-System. Und der Nuke, darauf werde ich heute eingehen. The Gaming Revolution hat auch in der Vergangenheit schon einige Sachen bezüglich Modern Warfare geleakt, wo sich herausgestellt hat, dass diese Leaks auch tatsächlich wahr sind. Von daher kann man ihm auf jeden Fall schon vertrauen. Wir fangen aber als erstes an mit einer offiziellen Information, die von Infinity Ward rausgekommen ist. Und zwar haben sie gesagt, dass die Nuke auf dem Multiplayer Reveal Event verfügbar war, aber niemand konnte sie bisher erreichen. Laut Gaming Revolution bekommt man die Nuke mit einer 30er Gunstreak. Dazu hat er aber noch etwas Kontroverses geschrieben, und zwar hat er auf einen Kommentar geantwortet, ob die Nuke im Spiel sei, und er meinte dann, welche Nuke, mit einem Zwinkersmiley, und dazu hat er nochmal geschrieben, dass wir sehen werden, was genau damit gemeint ist. Außerdem hat er noch geschrieben, dass es keine Nuke ist, wenn das Spiel nicht beendet wird. Ich denke mal, dass seine Definition von Nuke eine andere ist, das heißt, eine Nuke muss das Spiel beenden, und deswegen hat er auf dem Kommentar geantwortet, ob es eine Nuke in dem Game geben wird, mit welcher Nuke. Also wird es auf jeden Fall eine Nuke geben, aber das Spiel wird dadurch einfach nicht beendet. Es zählen keine Killstreaks zu den Nuke-Kills dazu, only Waffen-Kills. So, dann wurde noch gefragt, ob Hardcore-Modes in die Beta reinkommen, und er hat darauf geantwortet, in der Beta wollen sie zumindest Hardcore-TDM reinbringen, eventuell noch mehr Game-Modes. Jetzt kommen wir zu einer sehr, sehr interessanten Information bezüglich dem Battle-Royale-Modus in Modern Warfare. Und zwar hat er geschrieben, dass Infinity Ward den Battle-Royale-Modus an einem bestimmten Punkt in der Entwicklung aus dem Spiel genommen hat, aber sie haben den Modus einige Male reworked und sie glauben, dass der Modus sich in dem aktuellen Zustand von anderen Battle Royale Spielen abheben wird, und weitere Informationen werden folgen. Im Battle Royale Modus von Modern Warfare hat man anscheinend drei Wege, Loot zu bekommen. Einmal durch Supply Drops, einmal durch das Plündern von Gegnern und jetzt sehr, sehr interessant, durch das Extrahieren von Gegenständen, die normalerweise nur über Supply Drops oder durch das Plündern von Gegenständen erhältlich sind. Per Extrakt wird der Gegenstand dann von einem Hubschrauber bzw. einer Drohne in den Himmel getragen. Ich habe absolut keine Ahnung, was genau damit gemeint ist, weil er hat ja am Anfang geschrieben, dass man drei Wege hat, Loot zu bekommen. Durch das Extrahieren eines Gegenstandes hat man doch den Gegenstand schon, nur man extrahiert ihn dann nochmal in die Luft, in den Himmel. Und was passiert dann mit dem Gegenstand? Ich habe absolut keine Ahnung. Falls ihr da irgendwie Einfälle habt, was genau damit gemeint ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil ich habe wirklich keine Ahnung, was hiermit gemeint ist. Aber er hat darauf nochmal geantwortet und gesagt, dass dies ein faires System sei. Vielleicht hat das irgendwas mit dem Loot-System, mit den Supply-Drops zu tun, wo man neue Waffen bekommen kann im Game oder sowas. Vielleicht kann man aus dem Battle-Royale-Modus Waffen extrahieren und man bekommt sie dann im Multiplayer-Modus oder irgendwie sowas. Ich habe absolut keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall gesagt, dass dies ein faires System sei und man die Battle Royale Spiele nicht nur durch das Überleben gewinnen kann, sondern dass es auch mehrere Wege gibt, das Spiel zu beenden. Das finde ich auf jeden Fall nice. Vielleicht gibt es irgendwie eine Nuke oder so, wenn man so und so viel Kills gemacht hat im Battle Royale Modus. Bei, keine Ahnung, 30 Kills, 20, 30 Kills, keine Ahnung, dass man eine Nuke bekommt und das Spiel beendet wird und du dann dadurch gewonnen hast. Das wäre auf jeden Fall nice und ist auf jeden Fall eine coole Änderung im Battle Royale Modus Game. So, dann wurde noch auf die Frage geantwortet, ob es ein Third Person Modus in Modern Warfare gibt, wie es ihn auch schon in Modern Warfare 2 gab. Dies wird nicht der Fall sein. Heilige Scheiße, Mann. Wir können weitermachen. So, die nächste Frage. Werden die größeren Maps niedrigere Tickrates haben? Die Tickraten auf großen Maps sollen anscheinend nicht unter 50 gehen, wurde dort geschrieben. Im BO4 hatten wir ja das Problem, dass wir in Multiplayer und in Blackout eine ziemlich niedrige Tickrate von 20 Hertz hatten. Treyarch hat uns darüber ja auch nicht informiert und wurde einfach nur im Stillen runtergesetzt. Das war natürlich mega scheiße. Man hatte nicht wirklich so ein konsistentes Killgefühl. Wir werden sehen, wie das in Modern Warfare der Fall sein wird. Denkt Infinity War darüber nach, die Minimap zurück in das Spiel zu integrieren. Da hat Infinity Ward und Modern Warfare ja ziemlich viel Hate bekommen, dass einige Leute es überhaupt nicht mögen, dass es keine Minimap gibt, dass man halt nur oben so ein bisschen so einen Kompass hat und dort rote Punkte sieht, wenn ein Gegner schießt, und dann kannst du dich halt so zu den Gegnern bewegen und weißt halt so ungefähr, wo die Gegner sind. Die Leute haben das nicht gemocht nach dem Multiplayer-Reveal. Einige Leute meinten so, nee, ohne Minimap ist echt scheiße. Er hat darauf geantwortet, ja, sie denken auf jeden Fall noch darüber nach, aber sie warten noch bis nach der Beta, um eine endgültige Entscheidung
Entscheidung zu treffen. Das finde ich auch gut, um zu sehen, wie die ganze Community das Ganze sieht, dass die Minimap wirklich so einen großen Einfluss auf das Spielerlebnis hat. Also ich fand das bis jetzt nicht so schlimm. Ich habe ja auch bis jetzt nur die 2 gegen 2 Alpha gespielt. Da hat man die Minimap überhaupt nicht gebraucht. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie das Ganze ist, wenn die Beta rauskommt, wenn wir einen 6 gegen 6 Modus haben und wenn wir auch größere Maps haben. Ich denke schon, dass die Minimap erstmal ein bisschen fehlen wird. Vielleicht muss man sich auch erstmal daran gewöhnen, dass man keine Minimap hat. So, und die Tarnungen in Modern Warfare sind alle realistisch gehalten und rote Tigerstreifen ist zurück im Game. Finde ich auf jeden Fall mega nice. Rote Tigerstreifen habe ich in Modern Warfare 2 des Todes gefeiert. COD-Caster wird mit dem Start von Modern Warfare auch im Spiel sein, aber der Competitive-Modus ist, wie schon im letzten Video gesagt, nicht dabei von Anfang an. Der wird erst vielleicht einen Monat später oder 2 Monate später hinzugefügt. Ich hoffe, nicht allzu lange. In BO4 hat es ja 5 Monate gedauert, bis Liga dann in BO4 drin war. Ich hoffe, dass Infinity Ward das ein bisschen besser löst und das nicht allzu spät in das Game reinbringt. Ich hoffe, die brauchen nur so einen Monat oder sowas. Dann würde ich das denen auf jeden Fall verzeihen. So, dann hat er noch geschrieben, dass es Free-Content geben wird, den wir post-Launch in Modern Warfare bekommen werden. Einmal sind das DLC Field Upgrades, dann bekommen wir eine Heavy Weapon Drop. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Heavy Weapon heißt natürlich schwere Waffe. Ein LMG ist damit, denke ich mal, gemeint oder eine Minigun oder irgendwie sowas ähnliches, die wir dann kostenlos bekommen werden im Game. Und dann hat er noch geschrieben, Drop a Devastating Weapon to your Location. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Devastating Weapon heißt verheerende Waffe. Ich habe es übersetzt. Ich habe keine Ahnung, ob das die richtige Übersetzung ist, aber ich denke mal schon. Und to your Location, also auf deinen Ort, wo du gerade bist, wird eine verheerende Waffe gedroppt. Ich kann mir vorstellen, dass das auf den Battle Royale Modus eventuell bezogen ist. Vielleicht auf den Multiplayer Modus auch, dass du dann kostenlose verheerende Waffe bekommst. Falls ihr eine Idee habt, was damit gemeint ist, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare rein. So, die nächste Frage. Wissen wir, wie viel Herz die Server in Modern Warfare haben werden? Die Antwort darauf war, das Ziel von Infinity Ward ist, 60 Hertz in Public und 60 Hertz in Private Games zu haben. Hört sich gut an. Mal gucken, ob die das umsetzen können. So, alle Leute, die jetzt nicht gespoilert werden wollen, bitte abschalten oder, sagen wir mal, 20 Sekunden nach vorne spulen oder sowas. So, die nächste Frage. Gibt es Informationen darüber, dass Ghosts wieder in Modern Warfare zurückkehrt? Die Antwort darauf ist, no spoilers. Das ist eine klare Antwort, die sagt, dass die Frage an sich schon ein Spoiler ist. Also gehe ich mal stark davon aus, dass wir Ghosts wieder in Modern Warfare sehen werden. So, gibt es neue Informationen über den Prestige-Modus in Modern Warfare? Ich habe ja schon darüber geredet im letzten Video, dass der Prestige-Modus einen kleinen Twist bekommen wird. Was genau mit diesem Twist gemeint ist, weiß ich nicht ganz genau. Es wird auf jeden Fall nicht ein normales Prestige geben, wie es in den alten Call of Duties sein wird. Also wenn man Prestige drückt, dann wird es ein bisschen was anderes geben, als wir es gewohnt sind aus den anderen CODs. Und er hat jetzt hier geschrieben, in den Prestiges haben wir die Level 1 bis 55. Also wir wissen auf jeden Fall jetzt, was das Max-Level in den jeweiligen Prestiges ist. Dann hat er noch geschrieben, dass die SCAR-H zurückkommt. Eine richtig geile Waffe in Modern Warfare 2 habe ich diese Waffe des Todes gesuchtet. Ich freue mich unnormal, dass die SCAR-H jetzt wieder im Game ist. Sprengkommando ist jetzt auch wieder zurück. Und dann die nächste Frage. Wird es eine Option geben, mit der man mit den Snipern schneller reinziehen kann, weil man konnte nicht allzu schnell jetzt in... Oh, Handy runtergefallen. Man konnte nicht allzu schnell in der Alpha mit den Snipern reinscopen. Deswegen ist das eine berechtigte Frage auf jeden Fall. Und er hat darauf geantwortet, mit der Gunsmith kann man seine Waffe genau so bauen, dass sie dann schneller reinzieht. Also das war eigentlich klar, weil man kann mit der Gunsmith alles Mögliche machen. Du kannst natürlich damit dann auch deine Waffe so bauen, dass sie schneller reinzieht. Das kannst du aber auch bei allen möglichen Waffen in dem Game machen. So, dann jetzt die letzte Information, die man aus den Tweets entnehmen konnte. Und zwar sind Clan Wars wieder back in Modern Warfare. Das waren die ganzen Informationen, ziemlich interessante Informationen, vor allem über den Battle Royale Modus, finde ich. Ja, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like auf dem Video da, falls euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal für mehr Modern Warfare Videos und folgt mir auf Twitch, Leute. Heute um 18.30 Uhr werde ich auf Twitch Livestream. Das neue Black Ops 4 Update geht heute online, ob es jetzt ein großes Update wird oder nicht. Sei dahingestellt, ich denke mal eher weniger. Aber wir werden sehen, ich habe die M16 jetzt auch gezogen in BO4, also schaut auf jeden Fall vorbei, falls ihr Bock habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video, beziehungsweise beim nächsten Livestream. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Leute. Haut rein, bis dahin und ciao. Ah, ich habe Zahnschmerzen.